Weißt du, und dann kam dieser Mann da rein und ich hatte plötzlich unheimlich Lust auf Hände und dann habe ich 37 Mal auf ihn eingestochen. Das tötet, Leute. Super. Oh, das wusste ich nicht. Das hat mir keiner gesagt. Karl, warum fehlen seine Hände? Ja, ich hatte plötzlich Hunger. Mein Magen hat so gekrummelt. Ich hatte plötzlich Heißhunger auf Hände. Kann es sein, dass du Vermintide 2 nicht im Window Capture... Doch, kannst du. Okay. Also, ich hab's auch als Game Capture. Ja, ich hab's jetzt als Game Capture. Ja, Game Capture will er bei mir meistens nicht. Das ist total komisch. Sagt er das. Das Window Game Capture hat bisher bei mir nur nicht bei dem Young Blood wieder nicht funktioniert. Ja, ich hätte mir Young Blood eh noch runterladen müssen. Fällt mir da ein. Aber das ist auch so ein Titel, den will ich noch unbedingt spielen, weil ich habe The Colossus. Ne, was war der zweite? Der New Colossus? Ja. Super, muss ich sagen. Also ich fand ihn cool. Vom Reboot der Reihe her. Ultra viel Spaß gemacht. So. Joinst du mir oder ich dir? Such es dir aus. Wir haben beide eh alle DLCs, oder? Ich join dir. Ja, du hast die schönere Lobby. Achso. Danke noch für den Follow, Dida. Danke, Dida. Oh, ich muss mal meinen Follower ändern, weil ich habe aktuell One Punch Man drin. Weil mir nichts Besseres einfiel, sagen wir so. Spielball treten. Mal gucken, ob... spiele ich jetzt Gruber, weil ich habe jetzt endlich tatsächlich den Ritter zu Fuß freigeschaltet. So. So, jetzt gehen wir mal das Intro. Und dann gehen wir jetzt. Nö, das habe ich nicht angeguckt. Ich habe gerade einen Tweet geschrieben. Aber ich dachte, könnten die anderen ein bisschen was sehen. Aha. So, jetzt kannst du auch meine Lobby joinen. Ja, ich wollte gerade und dann sagt er mir so: Ja, Connection fehlgeschlagen. Ja, das war vermutlich der Grund. War es das? Ich habe keine Daily Quest. Sowas. Was? Das vermute ich noch. Vermutlich noch von gestern schon erledigt. Wann kommen die denn wieder? Ab 0 Uhr. Ah, in 25 Minuten kommen neue Daily Quests. Ja, perfekter Zeitpunkt, ne? Hätte ich behauptet. Ja. Die Weekly schaffe ich dann aber nicht mehr. Die kommen nämlich in 22 Minuten. Das sind noch 2 Grimm und 8 Quickplay-Missionen. Komm, lass mal 8 Quickplay in 23 Minuten raushauen. Ich frage mich gerade, wie du das schaffen willst. Geht nicht. So, ich habe außerdem den Twitch-Mode aktiviert, das heißt, ihr im Chat dürft nachher mit Hashtag A, Hashtag B, Hashtag C, Hashtag D uns verschiedene Dinge voten. Ihr seht dann unten, also da drüben in der Mitte, seht ihr dann eine Auswahl, da sind dann also entweder irgendwelche Perks oder sonst irgendwas, die ihr uns voten könnt und dann dürft ihr das gerne tun. Genau, du hast den Twitch-Mod aktiv, ich nicht. Das heißt, ich starte ein Spiel. Genau, du musst jetzt hier... auf Veteran. Obwohl, eventuell kann ich das mittlerweile auch. Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß es nicht, aber mein Upload gerät gerade in den Keller. Das ist komisch. Das ist ja nervig. Hashtag sagt Donowitz. Hallo Donowitz. Fast, ja, Das Problem, was ich gerade habe, Ich weiß nicht, ob er nachlädt oder so, aber normalerweise habe ich stabil 4000. Jetzt geht der immer wieder runter auf 400, 600. Das ist ja nervig. Ja, das ist nervig. Ich extrem mysteriös. Mhm. Jetzt geht's. Sehr gut. Okay, ich glaube, der hat einfach nur nachgeladen. Okay. Sollte es nicht gehen, könnt ihr euch jetzt beschweren. Sag da Bescheid. Ja, ja.
Oh ja, mir zeigt jetzt auch an Twitch unten. Ja. My pen is huge, sagt Donowitz. My pen. Ja, komm. My pen is also huge. I write all the big letters with it. War das nicht sogar Sowjetwommel in der Bullshittery? My pen is. Und der eine sagt so, my pen is huge. Und er so, hä? What? What are you talking about? Well, my pen is huge. Dude, are you drunk or something? My penis is huge. Und, nee, er, my penis is huge. Und dann, er hat dann immer noch einfach weiter so gesagt, so, dude, was ist los mit dir? Irgendwas gesoffen oder wie? Und er hat ihn einfach so zu Tode ignoriert damit. Es war so schön. Es war so schön. Genauso wie, do you can say, I swallow cum? Soviet Wobble ist einfach cool. Ah. So, was habe ich jetzt auf Kruger? Ich habe eine Charge, ne? Oh ja, ich habe eine Charge. Oh! Einen Trunk der Concentration. Okay, schön beieinander bleiben. Ach, das ist die dritte Mission tatsächlich vom X-DLC, ne? Ja. Merke ich gerade. Von Ubistrike. Von Ubistrike. Oh, Patrouille! Oh, ja, ich kann gerade nicht. Ich stecke so zur Hälfte in was drin. Au, au, au. Au. Oh Gott. Diese Patrouille, ne? Die hat echt auf uns abgesehen, ey. Leo mich am Ärmel. Ach cool, und ich habe jetzt Carillion's Tank der. Con. Wow. Was ist das denn? Hier ist ein Trank. Wo? Hier. Ah, ich sehe ihn. Oh, nicht getriggert. Ach ja, sehr schön. Genau, ihr dürft uns außerdem voten für Hashtag A oder Hashtag B, Boon of Speed oder ganz Blazing. Mit ganz Blazing haben wir unendlich Munition, mit Boon of Speed sind wir einfach allesamt schneller. Unendlich Munition. Wenn es keiner nimmt. Oh, okay, wir haben Speed. Yeah, Speed. Map. Oh. Hab sie. Ach nee, du hast sie. Headshot. Ja, ist okay. Ich kann mit diesem Ding nicht zielen, ne? Passiert. Nochmal. Hier ist Stuff. Für gewöhnlich. Oh oh. Oh ne, Blood Loss. Ist das so ein Instant-Kill? Nein, aber du verlierst dauerhaft Blut. Also es ist ein Damage over Time. Oh, scheiße. Au. Ich hätte gehofft, dass wir ihn noch erledigt bekommen, bevor er. Bevor er. Zum nächsten Mal zum Schlagen kommt, aber nein, ich habe einfach fett auf die Fresse bekommen von der. Von der Dingsratte. Von der großen. Ja. Schön blöd, ne? Ja. Genau. Oh Gott. Nein! Ich glaube, ich habe es auch verdient. Nein, das hat niemand verdient. Irgendwie passiert. Ah, doch, es passiert was. Ich wollte gerade sagen, es passiert. Ah, guess red? Oh, shit, ich bin da oben. Nein! Wie soll ich dich jetzt da holen? Da könnt ihr hochspringen. Ja, ich muss das die NPCs machen lassen. Irgendwie. Ja, Carillion, rette mich.
Hat sie dich? Ja. Ja, sie hat dich. Oh, das war gerade schlechtes Timing. Oh ja. So, ich musste mal ganz kurz meinen Panic-Button benutzen. Kannst du an dem Bloodlust auch sterben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber du hast, glaube ich, sehr gute Chancen. Ja, ich habe gerade sehr gute Chancen gerade dran zu sterben, falls es passiert. Nee, okay, jetzt nicht. Oh Gott, Concentration. Oh je. Yeah. Okay, jetzt ein Haufen Giftratten. Oh, oh ja. Die sind alle da oben. Ich weiß nicht, wie wir da hochkommen sollen, ne? Gar nicht. Gut, wo müssten wir eigentlich lang? Warte, da ist noch eine. Meine. Eine Brandbombe. Hm. Ja, mir wäre gerade so ein Heiltrank lieber. Lieber, ne? Mir auch irgendwie. Achso. Ich kann aber nicht sagen, warum. Kann jemand mal die Dings mitnehmen? Das Fass. Gärung? Ja. Okay, gut. Dann hat mein Internet gerade nochmal gestartet, glaube ich mal. Mein Router. Kann jemand dieses Fach mitnehmen? Kannst du was mitnehmen? Ja, ich nehme mit dir. Ich habe mich auch schon gewundert, warum du plötzlich nur noch starr standst und dich hast von dieser Dingsratte killen lassen. Ja, ich hatte gerade einen Connection Error. Oh, oh wie nice. Ist oh, ich habe die Brandbombe wenigstens gekriegt. Nice. Hey, ganz wichtig, damit können dir Tomes und Grimms rausgevotet werden. Was? Ja. Oh, ich hab das Fass verfehlt. Gott sei Dank. Got the runner! Oh, oh ich hab shit. Das... Ja. Schnell runter. I don't wanna die. I'm too young to die. Lass die Sklaven frei. Oder alle an Bord zur wilden Fahrt. Das eine klingt nach einer enorm großen Teil, das andere sind, glaube ich, was ist denn das? Storm Sorcerer, ne? Ja. Oh Gott. Ich weiß echt nicht, wofür wir die Fackel brauchen. Ich weiß es auch nicht, aber besser eine Fackel als keine, oder? Schätzungsweise? Oh Oh Gott. Okay, oh Gott. Sklaven. Ja, hier, lass an die Brücke stellen. Oh ja, das ist gar keine so dumme Idee. So, in die Mitte ermessen. Oh, Plague Mark. Oh Gott, nein, 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 nicht runterfallen nochmal. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh, wir können die Brücke kaputt machen. Nee, kann man nicht. Nee. Okay. Gut, irgendwer kriegt das nächste Heiltrank. Ich bin mal ganz kurz durchgecharged. Ja, da kommt die nächste. Achtung, kommen wieder alle zu uns. Au. Oh, okay. Das oh, von hinten. Zeit. Ja, mich hat's erwischt. Und zwar komplett. Wie? Das war das dritte Mal. Ich dachte, aber du warst doch geheilt. Ich dachte, du warst geheilt. Nein. Du hast du keinen Heiltrank? Ich hatte keinen Heiltrank zwischendurch. Wir hatten eine richtig lange Durststrecke bis gerade eben. Verdammt. Jetzt hast du einen bekommen. Wow. Wer kriegt den jetzt? Keine Ahnung. Wir haben dich jetzt einfach auf. Hm? Wir nehmen dich dann einfach auf. Aber warte mal, du kannst mittlerweile dreimal zu Boden gehen? Ich bin, glaube ich, jetzt das dritte Mal zu Boden gegangen, ja. Bei Veteran kannte ich das noch mit. Man kann nur einmal zu Boden gehen. Ich glaube, das haben sie angepasst. Oh! Oh, ich sehe da vorne einen Heiltrank.
Ja, aber hier sind eigentlich ganz viele Heiltränke. Boah, ich flieg da noch ein bisschen in die Entfernung. Da kommt ein Getter Runner auch gerade vorbei. Ja. Mal schnell weitergehen. Grin hat die Bombe bekommen. So, hab dich. Das ist jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera, ne? Es ist immer die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ist das so? Ja, es gab am Anfang mal... Obwohl, Dings, das eine ist tatsächlich einfacher, finde ich. Ja. Tja, müssten jetzt die Zuschauer halt wissen, was einfacher ist. So, jetzt müssen wir mal diese Fässer da holen. Also mit meinem zielsuchenden Bogen habe ich mich ja in Vermintide 1 immer dann hier an diese Stelle da oben gestellt. An die unendliche Munitionskiste. Au. Au, au, au. Au. Ah, scheiße, auch erwischt worden. Boah, ich muss auch sagen, gerade leckt's bei mir hart. Ja, bei mir auch. Irgendwas stimmt mit der Dings nicht. Ich muss tatsächlich meinen Stream abbrechen. Oh, ich lebe wieder. Was? Die NPCs haben was geschissen gekriegt. Wahnsinn. Unsere voll aufs kompetenten NPCs waren natürlich wieder für uns da. Aber interessant, dass wir jetzt diesmal doch noch weiter Chance bekommen. Ja. Ach, da ist die Chaos. Au, ich... Autsch. Au. Hab mich erwischt. Ja, ich hab hier grad... Und er hat den Zweck genommen. Richtig böse. Und überall sind jetzt Sackratten. Na super. Ja. Aber ich muss tatsächlich meinen Stream abbrechen. Irgendwas ist ja total Übel. Komisch gerade. Das ist echt komisch. Naja, so ist das. Ja, ich glaube, meine CPU ist etwas überfordert. Meinst du? Ja, bei mir. Naja, aber das war's jetzt leider auch. Ja. Nee, der Zwerg kann auch. Ah. Nee. Schade. Ja. Und Tono wird natürlich mal nicht die Sack. Warte, hast du die Sackratten gewünscht oder nicht? Oder hast du es zu spät? Weil ich glaube, die Sackratten waren A. Wenn ich mich grob erinnere. Waren die Sackratten A? Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe mir aber nichts gewünscht. Oder meinst du jetzt Donnerwitz? Ja, Donnerwitz, ja. Ja, dann schlaf du gut, Donnerwitz. Traum ein schönes. Weißt du was? Ich mache jetzt hier die Carillion. Ich will mal wieder meine Glaive spielen. Weißt du was? Dann mache ich... Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was mache ich dann? Warte mal, wie muss ich jetzt außerdem... Ich mach mal hier auf High runter, damit sollte das immer noch gut genug aussehen.
Und damit kriegen wir potenziell auch wieder eher so 60 Frames per Second. Mir ist tatsächlich alles auf High. Okay. Probieren wir es nochmal. Vielleicht mag er eher. Oder geht auch wieder auf Extreme. Genau, das Schöne ist nämlich, dass der angibt, welche Sachen auf was Einfluss hat. Also steht hier dran, GPU Medium, CPU None. Mhm. Und das ist sehr cool, weil wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, meine CPU, die ist jetzt schon eher so ein bisschen am Stressen, dann kann ich sagen, okay, dann mache ich einfach jetzt hier die Local Light Shadows, die einen großen Einfluss auf die CPU haben. Und auch die Sun Shadows auf High noch runter. Und damit hoffentlich haben wir dann bessere. Nee. Irgendwas ist heute wieder mit der Leitung. Er mag heute nicht. Also zumindest kein Wärmetat. Das ist ja schade. Naja. Dann ist das leider so. Du bist soweit? Fast. Sekunde, ich wollte auch noch schnell gucken. Noch. Wie lässt sich denn das Schwert? Ja, das Schwert ist eher was, was ich. Ja. Komm, wir gehen mal bei den Schatten auf Medium. Grund, aber ich. Gut. Ach, warte mal, dann will ich das mal kurz testen. Geht das? Es geht, dass ich das jetzt selber aktiviere. Oh, ja, cool. Du elfst jetzt wieder rum mit deiner Elfe. Ja, ich elf jetzt hardcore rum. Schon wieder die gleiche. Interessant. Sag mal, hast du da jetzt was vordefiniert, Geru? Nein. Nein, nein. Oh. Gott sei Dank. Ach ja, die Leute im Chat. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich jetzt ja total schon auf die auf das kommende Add-on. Winds of Magic. Oh ja, ich habe es mal durchgelesen. Wir kriegen ja neue Waffencharaktere, eine neue Kampagne. Mhm. Und noch so ein paar coole Sachen, ne? Vor allem neue Gegner. Ja, stimmt, wir kriegen endlich neue Gegner. Wir kriegen endlich die Tiermenschen. Das muss. Ja, ich weiß. Sagt Bardin auch, ne? Das muss. Der war gut getarnt, den hab ich gar nicht gesehen. Tja, irgendwer hat ihn vorher erschossen. Der war auch getarnt. So. Oh, so sch- oh ja, direkt ein Monster. Oh, ja, geil. Sag mal, hat irgendwie das Spiel gegen uns heute was, oder? Nee. Du bist hier schon wieder. Ach, du bist da. Es ist einfach Twitch-Mode. Ja, ich bin jetzt unten. Ach, da bist du. Ach, Gutterrunner? Bist du? Da ist... Ich glaube, das war ein bisschen Overkill. Und jetzt auch noch eine. Nee, das ist ein Ambush. Gott sei Dank. Ah. Aber den sollten wir auch schnell hinter uns bringen. Oh Gott. Weil wir haben jetzt eine Chaosbrut. Na gut, besser wieder Dings. Muss ich tatsächlich zugeben. Ah, nein, eigentlich nicht. Au. Genau, speicher. Oh. Save dir eigentlich den Ansturm immer dafür. Au. Au. Weil sonst kann er sich nämlich regenerieren, wenn er auf jemanden rumlutscht. So. Du, es wird nicht besser, ne? Ja, das war jetzt gerade die erste Runde. Gerun. Was?
Ich hör irgendwo was. Achso, warte, dann nimm's ich mit. Oh, was ist hinter mir her? Was ist, also? Der dumme Sturm. Aber hat sie es gekillt? Ja, ich glaube. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich denke. Ich habe einen Gutterrunner. Ja, hab dich. Oh, das sind zwei Gutterrunner. Ja, auf mir auch. Ich bin gerade dem anderen ausgewichen und kam schon andere angeflogen. Ich hab's gesehen. Oh, irgendwo eine Sackratte. Was, eine Sackratte? Ja. Oh, yeah. Also ich glaube, das Spiel hat uns heute richtig... Achtung. Boah, fuck. Boah, fick dich. Lego mich am Ärmel. So. Achso, warte mal, hier. Achso, du hast schon dran. Gut. Ja, das war der einzelne. Den hab ich vorhin. Da dachte ich mir jetzt mal, ich schwimm den mal mit. Ja. Wo ist eigentlich jetzt die Sackratte hin? Ich glaube, die ist weg. Dang it. Na gut, ich glaube, die hatte jetzt auch genug Zeit zum Entkommen. Ne? Hier ist eine Bombe. Oh. Oh, weißt du, was als nächstes kommt? Na. Oh. Oh, nee. Da ist... Oh, was? Was? Ich habe keine Munition mehr, Gerum, ne? Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, das ist die Sackratten-Tour. Eine habe ich. Die hat sogar Lootboxen. Die hat zwei Beutewürfel gedruckt. Genau, Würfel, nicht Lootboxen. Ja, auch wenn wir Lootboxen lieben, die gibt es erst am Ende der Mission, Gerun. Ja. Oh Gott. Okay, ich hab den. Ja, ich hab ihn, ja. Jetzt komm schon. Ah! Oh Gott, ey. Er hat mich nur hier hingeworfen. Ich dachte, er hat mich ganz ausgeworfen. Hier ist außerdem verwüstete Kunst. Wo? Ach, da hinten. Wir haben jetzt 5 Beute mehr. Und jede Menge Sackratten, ey. Die leider alle weg sind, ne? Ah, wir haben, glaub, 2 gekillt. Ja. Warte mal. So, du hast jetzt wieder einen Heiltrank. Ja, ich hatte davor Verbandszeug. Dann sollte eigentlich dein Verbandszeug gedroppt worden sein. Nein. Nope. So, einfach mal ein bisschen Stärketrank saufen. Oh ja. Achtung! Nein, geh da weg, da ist Flamme! Wo? Nee, ja, ich komm hier gerade nicht weg. Ja, ich hatte es extra dorthin geworfen. Ach so. Ja. Nö, du nicht. Doch, der ist nochmal aufgestanden. Und ihr alle auch nicht. Okay. Ach ja, Packrat. Irgendwo. Girls, no more. Ah, guck mal. Verbandszeug. Ich trinke mal.
sehr schön. So, ich drück mal nochmal den Stärketrank. Jawohl, ja. Und dann kommt der Segen der Stärke, weißt du? Und dann ist das so. Egal. Ja, B wäre jetzt ganz praktisch eigentlich. B wäre jetzt praktisch, aber ich glaube, sie drücken uns A in die, ins Gesicht. Okay. Tatsächlich ist da nochmal die Sackkratte. Ich höre sie wieder. Hinter uns? Sie ist da diesen Gang rein. Oder vielleicht, nee, es ist nicht diesen Gang lang. Sie ist da vorne. Geh du nicht, ich trau dir schon wieder nicht. Gleich kommt das Monster und tötet mich. Achtung! Ja, ich hab's gemerkt. Ah, ein Gatter Runner. Hab die. Stärketränke und Potion. Oh schön, wir können jetzt richtig schön schnetzeln, weil wir haben ja die Ringe noch. Wir haben den Stärketrank, das ist das Ding. Nee, du hast den Stärketrank. Wir haben die Ringe noch Potion Share. Ach stimmt. Nee, hab ich nicht gekriegt. Dann war ich nicht nah genug dran. Hier nochmal Potion Share. Jetzt hab ich's gekriegt. Und nochmal ein Stärketrank. What the fuck, ey. Ich hab grad einen Korn-Trank gekriegt und ich hatte schon einen. Ja, supi. Ja. Oh, guck mal, da ist nochmal ein Stärketrank. Maltrank. Nee, lohnt sich grad nicht. Hallo? Oh, es geht direkt gut weiter, ne? Mit was? Oh ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Beutewürfel. Ich brauch mal wieder Munition. Ja, ich auch. Die Bündelmuskete schießt sich immer so schnell leer, ne? Oh und ich Pep Red. Hier links. Kommt ein großer. Zwei sogar. Da waren zwei große. Okay, also mit dem großen Schwert, mit dem Vollstreckerschwert, ist Dings tatsächlich ganz geil, der Tank. Oh, ich hoffe es, Fire and Fury. Gut. Oh, wieso? Weil hier, Achtung, hinter Strangler unter uns. Weil der andere uns sonst einfach hier von dieser dummen Klippe runterhauen kann. Ich muss aber sagen, wir wären Red Ogre tatsächlich lieber gewesen als ein. Oh shit! Bombe! Ah, hinter uns. Der Sturm und Holt. Fristat. Warte mal. Der kann ja auch Friendly Fire, ne? Ja. Oh, irgendwer. Genau. Ich hol mal kurz Bardin. Ja, ich muss mal ganz kurz hier. Jetzt lego mich doch am Ärmel. Oh, shit. Oh, nee, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Hab sie. Ja, aber die haben mich. Ich heb dich. Oh, danke. So, wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Puh. So. Heute Würfel Nummer 6. Hast du einen Heiltrank? Du hast einen Heiltrank. Ich hatte gerade einen, ja. Warte mal, hier hinten ist doch das Tome eigentlich gelegen. Vielleicht finden wir ja was anderes dort.
Vielleicht irgendwas Komisches. This isn't it. Try something else. A different direction. Nee. Aber da kommen wir wieder zurück. Guck mal, irgendwas liegt da unten. Ja, ein Speedrun. Dass du auf die Entfernung tatsächlich noch pingen kannst, wundert mich, ne? So. Salz jetzt bekommen. Der hatte, glaube ich, auch vorher schon Verbandzeug. ja. Packmaster. Das hättest du auf meinem Bildschirm sehen müssen. Sie greift dich und im nächsten Moment explodiert sie einfach weg. Ja. Oh, Healing-Zeug. Best shot. Fire away. Schwarzfälle auf Parade. Auch guter Name. So. Heiltrank noch. Halt ich mal noch. Es sind noch zwei Heiltränke. Also sag mir das doch. Ja, sag ich ja jetzt gerade. Ach so, ja dann. Dann schnabuliere ich mir doch mal einen. So, was wird's? Black First on Parade. Ah, hat man hier immer Munition, kann das Lampenöl da unten anmachen. Gerne, da hinten liegt Munition. Gut. Ich weiß nicht, Leute im beim Zuschauen melden, tatsächlich denken so. Was? Wie kann man dann hier noch was erkennen? Naja, man kann nicht so wirklich was erkennen. Es ist einfach sehr viel Blut und viel Tod und das Schnetzeln ist es halt. Schnitzeln, Schnitzeln. Oh, holla, wie weit fehlt. Au. Oh. Irgendwo ist ihr Gift. Genau, lass mal hier weiter metzeln. Oh Gott. Ja, eine Waffenlinie. Warte mal. Euch kriege ich da oben. Euch kriege ich. Und wenn ihr da langsam zu Tode brennt. Ja, die sind zu Tode gebrannt. So. Fässer mal holen. Oh, shit. Au. Oh Gott. Alles explodiert. Oh, shit. Ich hab eins. Lass dich halt nicht treffen, wenn du es auf die Schulter hast, ne? Ich hab's grad gemerkt, ja. So. Ich decke dich. Oh Gott. Aha. Oh je, noch mehr von diesen Furzzauberern. Nein, 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 nein. Oh, es hat getriggert. Sehr schön.
Oh Mann, ey. Ich hab's gleich. Ist das letzte Fass? Nee, das vorletzte. Okay, dann nehme ich schon mal das andere Fass. Jo. Run, my friend, run! Ah, shit. Hookride hat mich. Wo bist du? Nee. Karin hat. Nee. Nicht Karin hat mich gesaved. Irgendwo anders. Ich glaub. Genau, Salty hat mich. Salty? Ja. Salty. Ach, da oben gibt's Munition unendlich, Gero. Ja. Au, ey. Wer hat euch gesagt? Scheiße. Ich hab voll auf die Fresse bekommen. Hier oben ist auch Healing-Zeugs, wenn du was brauchst, zwei Heiltränke. So einen Heiltrank würde ich tatsächlich gerade nochmal nehmen. Ja. Oh, nochmal getriggert, sehr schön. Ich habe gerade zweimal meine Bandagen hintereinander getriggert. So, wir brauchen das Fest. Das Festchen hier. Oh, die Segen der Stärke, das ist zielt. Ja, jetzt ist man gerade in der Down-Phase, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Nee, wir haben Segen der Stärke. Ja. So, wir sind fertig. Achtung hinter dir. Ja, aber ja. Verlasset das Lager. Okay. Nochmal Stärke dran hinterher geworfen. Oh ja, das ist gar keine so dumme Idee. Oh, eine Tide. Oh, es ist gerade irgendwie Musik kaputt gegangen. Oh, hinter uns. Wow. Wow. Au. Nein. Okay. So. Ach, du kommst da tatsächlich mit dem Charge nochmal raus. Ja, wenn du gegen Charge, dann kommst du da raus. Krass, wusste ich gar nicht. Wir werden ich glaub, so viele scheiß Beutewürfel haben, ey. Ich glaube 7 und 8 sind wir sogar mittlerweile. Schlitz. Oh, Backstabber. Oh, tatsächlich ein Turm hier. Oh. Komm schon, sterbt allesamt. Wuhu, Geschwindigkeit! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Alter, so hart auf Speed zu sein, ist mit Karillen und der Glaive nochmal sehr viel geiler. Ja, mit Gruber tatsächlich und dem Hackschnitzel-Schwert auch noch. Ah, auf mir! Man kommt sich so ein bisschen vor wie so ein Schäferhund. Wie so ein Schäferhund? Ja. Warum? Ja, weil du um die Herde rumläufst und einfach alles immer nach innen hackst. Oh, Rattling Gunner. Ja, okay.
Dann halt so. Gefühlt habe ich jetzt immer noch den Speedbuff. Ja, jetzt ist er aus. Der Segen hält ja länger wie der Trank. Wie gefühlt habe ich ihn immer noch. Total, ja. Haben wir das Game kaputt gemacht? Maybe. I don't know. Skandalös. Skandalös, mal wieder eine leere Truhe. Tja, das wäre uns mit. Das wäre uns mit D&D nicht passieren, ne? Bei was? Dungeons and Dragons. Achso. Das wäre uns bei Vermintide 1 auch nicht passiert, weil da ist es Tom. Stimmt. Oh, guck mal, ein Speedtrunk. Oh, wem begegnest du denn? Auch so ein paar Chaos-Nachbarn. Berserker. Oh Gott. Panikbotten. Oh. Stormfiend. Au. Au, au, au. Au. Immer schön aufs Baby. Immer schön aufs Baby. Ja, es geht gerade nicht. Jetzt hat er sich umgedreht. Oh Gott, er hat sich umgedreht. Ich glaube, der weiß nicht mehr, wo er sich hier drehen soll. Naja, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot, Jim. Und hallo, Neji. Vermintide? Nein, Vermintide ist nicht Diablo in First Person. Das ist Left 4 Dead mit geileren Charakteren. Und lustigeren Voice Acts, tatsächlich, meiner Meinung nach. Ja. Ach ja, und dem cooleren Universum. Verdammte Axt, hier war doch aber eigentlich irgendwas. Oh nee. Oh nee, Leute. Nee, du. Oh, wir sind shit. Hier nicht, oh, ich brenne. Shit. So, einen habe ich. Oh ja, deutlich mehr wie der Spielwert. Ah, und Dorado votet mit. Au. Ja, falls ihr da irgendwie auch zu mir kommen könntet, das wäre total Premium. Du musst, du musst zu dem Baum links. Ah, 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 ah. Ne, hinter dir. Wohin gehst du? Ja, genau, Baum. Da ist da vorne. Da an der Mauer lang, da ist ein riesengroßer Baum. Ah, okay. Sag das doch. Und da musst du drauf hüpfen und dann von dort auf die Mauer und dann, genau. Super, vielen Dank. Nicht unendlich geht das Spiel, sondern bis zu einem Ende der Mission. Aber sonst, du kannst es immer und immer wieder spielen. Warte, ich heile mich kurz. Ah, du hast. Ja, ich auch. Oh, ich hab's nicht wiederverwendet. Nicht verwendet. Sehr gut. Ja, ich hab's diesmal verwendet. Nach dreimaligem Benutzen. Wo ist der andere? Ein Leech habe ich. Die anderen sind oben. Ja, vermutlich. Oh, rechts ist irgendwo ein Hookrat. Strangler. Und den. Und nicht getroffen. Oh, warte, was ist denn hier? Ah, schade. Da kommt hinter euch was.
Irgendwas, was tot ist. Ja, jetzt ist es tot. Oh, meine Nase ist juckt. Oh. Ah ja, hinter dieser Mauer da links ist tatsächlich, ich glaube, ein Turm. Oder Medical Supplies zumindest? Hm. Oh, sehr gut. Ich nehme sie mit. Sicher, dass gezogene Waffen unendlich Munition ist? Eigentlich ja. Nope. Vielleicht machst du einfach mehr Schaden durch. Hier ist auch eine Brandbombe. Warte, ich komm schnell runter. Ach, das bist du, Salty Salts. Genau, auf jeden Fall ist es ein total geiles Spiel. Richtig viel Spaß im Fokus auf Melee beim Vermintide und das macht schon ziemlich viel her. Mit derben Humor. Achtung, Brandbombe. Ach ja, und viel das. Gore, wie ihr seht. Eigentlich sollte ich mal den Clip mit Carillion als Befehl in den Chat einbauen, weil der ist einfach zu geil. Ja, der ist einfach nur gut. Der ist gut, Alter. Der ist so super, ey. Ja, wenn du es machst, dann mach's am besten über meinen Humble-Link. So, ich hab den Tom jetzt mitgenommen. Support your streamers! Nee, aber sonst kann ich es halt wirklich empfehlen. Ich habe das jetzt, das V1 habe ich irgendwie 170 Stunden gespielt. Das jetzt auch bald auch 100, also mit samt Beta auch. Es ist sehr nice. Und ich glaube, wir haben echt die Musik kaputt gemacht, ne? Ja. Genau, und das was ich zum Beispiel daran mehr mag an dem hier als an Left 4 Dead ist einfach, dass es tatsächlich unterschiedliche Charaktere sind. Was ich auch toll finde, ist einfach dieses oh Gott, der Storm Sorcerer hat mich. Was ich persönlich noch so mega gut an diesem Spiel finde, ist einfach, dass die Gespräche, die es untereinander gibt, dass die tatsächlich auch so wirken, als wären das echte. Ja. Gestreut die Konversation in dem Moment. Ja, das ist halt wirklich nice. Das ist halt, die reden miteinander während in Missionen ganze Zeit. Die, vor allem, weil sie auch komplett andere Rassen und so sind, kabbeln die auch sehr miteinander. Die sagen so, also der Zwerg wird ganze Zeit aufgezogen wegen seiner Größe. Die Elfe auch ganze Zeit, weil die anderen nichts treffen oder so. Fun Fact über den Zwerg tatsächlich, die Kamera von dem Zwerg sitzt tiefer als wie bei anderen Personen. Ja. Wo man das ganz besonders merkt, ist ja die beiden. Direkt bei der allerersten Mission. Nee, das ist nicht die erste, das ist die erste vom Akt 3, glaube ich sogar. Oh, ich dachte, das war die allererste sogar. Mhm, die erste ist das, wo du nach Helmgard gehst und die Sigma-Statue läutest. Das ist die eigentliche erste. Hä? Das ist doch Vermintide 1. Nein. Wo du die Statue auflädst. Das ist nicht Vermintide 1. Echt? Das ist... Nein. Uberstrike ist einmal mit dem Horn. Oh Gott. Horn of Magnus. Oh shit. Genau. Oh shit. Oh, Healing-Zeug. Jetzt noch, weißt du? Jetzt noch. Ja, weil das ist ja hier der letzte große Kampf. Ach, stimmt, ja. Ja, denn die Magierin, die es ja noch gibt, die wird ja dauernd von Soulspire aufgezogen. Genau, weil Soulspire ist nämlich Hexenjäger und... Naja, Sienna ist eine Hexe.
Leuchtet ein, ne? Ach, willst du im Keller warten? Und ja, Duke, die Map gab es auch in Teil 1. Das ist tatsächlich der Uberstrike DLC, den wir da gerade spielen. Ach, wer hat denn das Fass jetzt schon explodieren gebracht? Ey, ich dachte, da kommen mehr. War mein Fehler. Oh, Halleluja. Bleib mal liegen hier. Jetzt sag mal. Hinter uns. Vorsicht, Bombe. Das ist erst relevant tatsächlich in Legendary. Bis dahin gibt es kein Friendly Fire. Ja, aber das Feuer von der Firebomb macht ja Schaden. Nee, nur beim Lampenöl, glaube ich. Ach, nur bei den Lampen? Ja. Gut zu wissen. Oh nee, ein Red Ogre. Oh, wird es jetzt echt nochmal ein Red Ogre reingeschoben? Ja. Ich hasse euch alle. Duke. Dorado, nein, das Spiel kostet nicht monatlich etwas. Das ist pay to play once. Ja. Bald gibt es aber neuen DLC. Also besser gesagt ein neues Add-on. Da kommt dann eine neue Feindrasse dazu. Und zwar die Bestien. Das heißt, das wird auch nochmal sehr spannend. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe, es wird auch eine längere Mission und nicht so wie die von Bögenhafen, die so zwei Missionen ging. Oder wie Überstrike, drei Missionen. Achso, wir haben noch den Red Ogre, hoppala. Genau, da musst du aber halt aufpassen, dass du da dich nicht ins Wasser schmeißen lässt. Ja. Ich nehme mal meine Potion. Au. Du, ich glaube, der ist sauer auf mich. Potion Share an. Wir können, glaube ich, gehen, oder? Wir können gehen. Hab dich nochmal geheilt. Oh, das ist aber sehr schön von dir. Oh, das war mein letzter Dings. Letzter Pfeil. Ja, passend beendet, ne? Ja. Direkt so on point. Ja. Vielen Dank für deinen Host, ne? Ich dachte mir, bevor der jetzt hier irgendwo rumgammelt, weil ich glaube, er streamt nur noch gut. Ich hab dich noch nicht in meiner automatischen Postliste. Oh, passiert. Muss ich mal so, wie viel Beute? 9 Beutewürfel. 9 Beutewürfel. Das ist schon hart, ne? Also. Oh, was, wir haben es fast zum Emperor geschafft. Oh nee, wir haben es halt mit 9 Beutewürfeln echt fast zum Emperor geschafft, verdammte Axt, ey. Und ich dann haut Rand das Geschenk leider nicht mehr rein. Ja. Ja, bei mir hat es schon noch viel draufgegeben, aber war dann trotzdem nur General. Ja, schon, aber. Ja, ich glaube, so die Hälfte hätte mir noch gefehlt. Ah ja, und vielen Dank auch, Dorado, für deinen Host. Ja. Ich habe fast alle Kreise. Außer Damage Taken. Das ist gut. Wir waren doch besser. Bardin, tatsächlich. Ah. Ja, und ja. Ich hab ne Daily. 3 Grimoires. Ich hab ne Herausforderung. Carillion. Was hab ich mit Carillion geschafft? Ah, complete all back to Ubers Rock Missions as Carillion. Ah. Das heißt, ich habe damit jetzt die Guardians Hadrach oder so freigeschaltet.
Metalsmith's Fragile Hardrake. Autosheim schließt alle Back to Uber Strike Mission. Strike. Uber Strike sogar. Oh, das ist eine einfache Axt? Was? Wer will sowas denn? Das ist ja langweilig. Ja, schau's meine Glaive an, dann weißt du, warum ich die hier will. So, ich habe einen Koffer des Imperators Generals und einen Safe des Imperators. Den Safe machen wir mal auf, weil der bringt eh nichts. Okay. Ein lila Kreis. Ach so, der lila Wirbel meinst du. Der bedeutet, dass da eine Illusion drauf ist. Das heißt, die hat ein besonderes Aussehen. Genau, und das ist übrigens dieses Lootboxen-System, das da gibt. Das heißt, die müsst ihr nicht kaufen. Die bekommt ihr einfach nach jeder Mission. Bekommt ihr eine. Dann bekommt ihr da random Stuff raus. Oh, shit. Ich hab... Was hast du rausgezogen? Ich hab was... Ich hab einen coolen Kopfschmuck. Ich weiß bloß nicht, ob ich ihn jetzt hier mit dir tragen kann. Jetzt sag mal, geh doch kaputt, du Tür. Kann ich leider nur das Handmaiden tragen. Aber ich will mal schnell einschmelzen. Sieh hier. Jetzt kann ich sie hier. Wir haben hier wunderbare gehörnter Helm. Und anscheinend. Warte mal, Ich sehe es gerade nicht, den gehörnten Helm. Also, da bist du gerade oben im Trophäenraum. Nö, ich bin hier in der Mitte. Ich habe eine neue Moskete gekriegt. Nice, was hast du denn bekommen? Eine. Wie schimpft sie sich? Das ist sogar eine besondere. Oh. Look at this, ja. This is sehr beautiful. Warte. So. Schöner gehörnter Helm. Ja, du hast halt praktisch an der Seite noch Teile von dem Grimoire dran, beziehungsweise von dem Pamphlet. War der bei dir oder was? Mhm. Ja. Auf der Seite. Sehr schön. Ja, ist eine Illusion sogar. Illusionsverzauberung. Genau, der Layson ist übrigens auch Streamer, das heißt. Ja, aber gerade nicht, weil, wie gesagt. Genau, gerade ist er nicht live, aber sonst ist er immer mal wieder live. Das heißt, ihr könnt da durchaus mal ein Follow hinterlassen, damit ihr den mal auch sehen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Der ist auch bei Arma 3 mit dabei. Ich bin meistens der Typ, der irgendwie rumschreit und Befehle erteilen muss. Genau, er war jetzt auch bei der letzten Mission, am Samstag war er eben unser Platoon-Lead, ne? So, aus Versehen. Ja, geplant war ja nur stellvertretend, aber naja, das macht man nicht alles, ne? Irgendwas wollte ich jetzt noch schmieden. Same. Danke doch für den Follow, Dorado. So. Ja, weil ich wollte das nämlich eigentlich auch mal irgendwie. Der Bogen ist mir gerade gar nicht so wichtig, aber ich hätte durchaus gerne mal wieder eine schickere Glaive. Schmiede ich einen Streitkolben-Schild oder Schwert und Schild? Schnellangriff, Schwung, ja, richtiger. Ja, Sprung, Schadwald. Ich glaube, ich mache mal Schild und Dings. Die kann man noch einschmelzen. Ja. Alles einschmelzen. Und dann stellen wir ein Schild mit Streitkolben. So. Oh, er ist nur grün. Gleich nochmal. Ah, ein blauer. Sehr gut. So muss das. Upgrade. Verdammt.
Das könnte nicht reichen. Aber doch. Komm schon, ich brauche nur 4 Schrott. Gib mir 4 Schrott oder ich bin glücklich. Das sind natürlich nur 2. Ja, ist okay. Nee, hier meine neue Glaive. Ist nicht die beste, aber ist okay. Ja. Upsa. Das kann weg. Das behalten wir mal. Das kann auch weg. Jetzt komm schon. Ich hätte gerne. So will der Papa das. Und ah, vielen. Das ist nice. Heldenhafter Eingriff. Die Unterstützung eines Verbündeten, der angegriffen wird, stellt bei beiden Spielern vorübergehend 15 Gesundheit wieder her. Schick. Kann man mal machen, ne? Habe ich noch irgendeine Illusionsverzauberung, die ich auf das Ding anwende? Nee. Ups. Nicht wundern, mein Chat meinte gerade, er muss. Alles gut, alles gut. Ja, den. So. Ja. Also von mir aus können wir. Okay. Und Toontown Rewritten habe ich noch nicht gespielt. Was ist das denn? Sagt mir gerade gar nichts. Hm? Toontown Rewritten sagt mir gar nichts. Mir auch nichts. Was ist das? I have no idea. Well, then let's find it out. Ein Free-to-Play-Spiel ist echt klasse, sagt Dorado. Oh, da muss man immer aufpassen. Wenn Dorado das sagt, dann kann das entweder sehr wahr sein oder sehr unwahr. Auf diesen Extremen bewegt sich, also das sind die zwei Optionen, es ist nie was dazwischen. Okay. Ja. Ja. Das ist durchaus faszinierend. Ja. Und der Radu, du hast ja Surprise Mechanics. Und das Schöne ist, du kriegst free Surprise Mechanics. Das heißt, du kannst die endlos bekommen und musst dich nicht dumm und dämlich zahlen. Ist das nicht schön? Du musst danach nicht nochmal eine Hypothek auf dein Zuhause aufnehmen. Das, ich finde das irgendwie ein schöner Gedanke. Was hier bei Vermintide? Ja. Weil es gibt. Du hast ja Lootboxen, die du nicht bezahlen musst, sondern ja, die du gratis bekommst. Genau. Zuverlässig. Ja. Gut, und das die Stufe ist nicht immer nicer Shit drin. Aber, ja, aber das ist ein Teil der Surprise Mechanics. Und ich würde sagen, das ist ein guter Teil der Surprise Mechanics. Ich bin blöd. Ich bin gesprungen. So, bleib liegen. Oh, es fängt schon gut an. Yeah. Genau, ihr dürft wieder abstimmen mit Hashtag A, Hashtag B, ob ihr jetzt uns ganz viele Hookracks auf den Hals hetzen wollt oder Assassin Rats. Wo ist der Unterschied? Ganz einfach. Beide sind gemein. Das ist ein großer Unterschied. Oh, ich höre eine Hookrat. Da war eine Hookrat. Oh nee. Ah, ja, warte, ich gehe einmal rum. Bist rum, ja. Oh nee, wo ist die Hookrat? Ich habe sie einmal vergiftet. Okay, es sind 2 Hookrats. Wobei eigentlich eine Hookrat gemeiner ist, weil die zieht den ja weg von dir, ne? So theoretisch. Ja, aber die Assassin kann halt echt hart viel Schaden machen.
Ja gut, die hochgrid auch, sobald sie dich halt aufstellt. So, nee, wenn du schon aufgestellt bist, dann ist eh, dann hast du eh dein Standardleben kaputt. Die stellt dich ja erst, die stellt dich erst auf, wenn du dein, wenn dein Lebensbalken down ist. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Aber die macht dir halt, also die macht dir dauerhaft Schaden, wenn die sich rumzieht. Aber halt nicht so viel wie die Assassin. Ohne Tide. Nee. Bein ist kacke, er will das Tentakelvieh. Ja, du, Dorado, für deinen Fetisch kann ich nichts. Wobei, das hier ist kein cooles Tentakelvieh, das ist so ein richtig widerliches Tentakel. Ja, ich glaube, deswegen will er das, ja. Ich habe einen Gutter Runner. Oh, guck mal. Was? Halt, die Munition nehme ich. Auch ich tatsächlich. Aber da ist noch eine Brandbombe. Eine Bämmchen. Oh, da ist noch mal eine Bombe. So. Hier ist noch ein Heiltrank. Ja, okay. Ja, lass dir mal die Bots nehmen. Weil noch geht's ja bei mir. Gutter Runner. Ah, scheiße, zu spät gesprungen. Das war dann etwas schneller, als wir hinstürmen und planen. Ja, yes. Okay. Okay. Oh nee. Hier. Ja, ich geb. Okay. Holla, die Waldfee. Ran. Deswegen mach ich Lampenöl. By the way. Bardin will noch mehr. Hier ist nochmal neues Lampenöl. Oh, da oben ist auch. Medical Supplies. Dingens. Ja, ich trinke mal und nehme dann meine. Ich hab die Gas Red. Sehr schön. Nee, Bardin hatte sie, warum auch immer. Ja, soll sie. Schau mal. Kann man durchaus durchrennen. Ich finde das auch so lustig. Er sagt halt auch beim Coming through. So wie sie es halt gehört, ne? Ist aber mal gut hier. So, hier habt ihr ein bisschen Feuer. Tatsache, macht echt noch keinen Schaden. Oh, irgendwo eine Hookrat. Genau, das frage ich auch sehr. Man hat eindeutige Soundcues einmal von der Hookrat an sich selber. Und dann hat man eben noch die Charaktere, die dann immer so sagen, hey, ich höre deine Hookrat oder sonst irgendwas. Das finde ich auch sehr nice an dem Gameplay. Also ich muss sagen, der lustigste Design. Spruch ist, ja. wenn Salty Salt den Strangler, also die Hookrat erwischt, ist dann einfach Strangler, Strangles no more. Vor allem, wie er das sagt in diesem Fall, finde ich. Nee, Junge. Hab ich dir nicht erlaubt hier. So. Ich find's auch so gut, wenn der Zwerg dann immer so Tipps gibt von wegen, wie man dass man doch sich noch nicht von der Hookrat packen lassen soll. Ja, super. Genau, und dann kommt dann meistens Kruber, der dann sagt so, ja, ist ja auch einfach, wenn man vorgeduckt in der Gegend rumläuft. kennst du die Geschichte, dass wie Bardin eine Festung verloren hat? Ich glaube, wir hatten es gestern davor, ne? Ja, er hat den Schlüssel verlegt. Seitdem kommen sie in die Zwergenfeste nicht mehr rein. Ja, unpraktisch. Zwerge halt, ne? Gift. 2. Wo ist sie denn? Ja, 4. Salz hat sie.
Genau, und weißt, was ich auch schön finde an diesem Spiel ist, die Community hier ist sehr, sehr, eigentlich sehr, sehr gut. Oh nee. Oh, Dings. Oh shit, oder? Wir müssen dieses Fass nehmen. Oder eine besondere. Oh, scheiße, haben wir noch irgendwo ein Fass rumliegen? Ja, hier hinten. Normales Fass? Oder ist es so ein. Die Dinger sind ja auch normale Fässer. Nee, weil ich brauche ein normales Fass, das wir mitnehmen können, für, um mal Scrim freizuschalten. Oh, der ist durch den Boden. Genau, die Randoms sind in der Community beide auch, way, auch ziemlich gut. Wieso krieg ich jetzt den Blutverlust? Dorado. Ach ja. Der hat gesehen, dass du am... Nein, der hat gesehen, dass du am... Oh, was? Ah, Internet kaputt bei dir. Bei dir schon gerade nämlich dran. Layson has left the game. Ja, er versucht's wieder. Was ist denn das heute? Also heute ist echt gut. Oh ja, ich habe das Spiel auch verlassen, Gerun. Irgendwie ist heute komisch. So, ich versuche jetzt mal die Ball zu drücken. Mach das. Warte, hat er dich jetzt eingeladen oder? Ne, ich komm wieder rein. Dorado auch gerade nur so. Ah, okay. Blutverlust sorgt für Internetverlust, merkt er sich. Fürs nächste Mal. Ne, ich komm nicht rein. Schade. Ne. Weil gerade Internet kaputt ist oder? Ne, wahrscheinlich bei Twitch. Seltsam. Mhm. Er sagt mir nur in Lobby einladen, Spiel starten, aber nicht rein. Kannst du mich eventuell einladen? Das ist eine gute Frage. Invite. Ja, okay. Sehr faszinierend. Ach, das, ist das nicht die Mission, wo du doch dann die fünf Gallentrolle oder so in die Luft jagst? Ja. Hallo. Bist du wieder da? Ja. Sehr schön. Okay, dann müssen wir jetzt mal runter. Und weiter. Ne, wie gesagt, mein Internet ist heute komisch. Ja, aktuell haben wir noch das Lampenölfass. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ne. Ich finde so gut die Animation, wie sie noch dran stehen mit dem. Ist mein Arm jetzt wirklich ab? Ja. So ungläubig halt, ne? Das ist schon sehr nice. Ach, du hast noch eins gefunden. Ja. Es darf jetzt halt nicht explodieren. Oh Gott. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ich mag's gerade. Au. Ich heb dich auf. Da hat mich der Red Ogre mal ganz kurz aus. Oh nee. Oh, oh nö. Oh nö. Ich will mich doch einmal nur ganz kurz hier hinstellen und kurz heilen. Hab ich dir nicht erlaubt, Junge. Oh, aber jetzt. Geht doch. Sei bloß auf da hinten. Achtung! Warte. Bombe. Sei vorsichtig mit dem Fass. Das Fass liegt hinten in Sicherheit. Achtung! Mich hat eine Leech, danke.
Ach ja, irgendwo ist. Genau, hier. Und ich habe keine Munition mehr. Ich muss mal neue Munition holen. Ja. Hier ist übrigens auch neue Munition, falls irgendwer braucht. Ne, bei mir gibt's not. Ich hoffe nur, dass jetzt keiner das Fass hochjagt. Ne, ich nehm's. Ich hab das. So, genau, wir müssen jetzt hier weiter. Ach stimmt, ja, du musst ja so... Und dann hier runter. Hier oder? Runter? Nein, scheiße. Wo war das? Nee, das war eins zu... Nee, doch, das geht. Hier vorne und dann rechts. Ja, genau. Oh. Ein Dude betritt das Spiel. Genau. Ach, da ist ein Grim versteckt. Ja. Gehst du hier durch. Und dann gehst du, genau hier gehst du die Leiter hoch. Wo ist er? Wo ist er? Ach ja, und da drüben ist anscheinend auch nochmal ein Fass. Wenn du es siehst. Ja, ich seh's gerade da. Eigentlich will ich ja gerne, dass der Zwerg das nimmt. Oh, wo ist der Legion? Du, ich glaube, der Zwerg schnallt das nicht. Das Gute ist, du kannst mittlerweile halt echt mit diesem, mit dem Comoros kannst du eben. Ob der Stream laggt. Dorado, ja, der Stream laggt tatsächlich. Tut mir leid. Mein Internet scheint wohl gerade ein bisschen unglücklich zu sein. Nein, Internet macht genauso komische Sachen wie meins heute. Genau, hier ist, glaub ich, sonst immer auch ein Fass. Ja. Wo ist denn das nächste Grim? Oh, das weiß ich nicht mehr. Oh, wieder. Oh, hinter uns. Hinter. Noch mal einer. Ach Gott, ey. Warte. Bomb away. Oh, er hat mich. Oh. Hast du noch was zum Heilen? Ja, aber okay. Da ist gerade ein Axtfuzzi gewesen. Ach ja, und das Level Cap erhöht sich ja, ne? Hab ich auch gelesen vom neuen DLC. Ob dann auch neue Skills hinzukommen, hoffe ich. Es gibt Punkte hauptsächlich vermutlich. Ich habe mich mal eben. Wow. Okay. Oh nee, 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 nee. Ich gehe da nicht durch. Habt ihr den? Okay. Ja, hab's vergiftet. Oh, guck mal, Baden. Da ist ein Heiltrank. Naja, dann kann. Ich sehe leider gerade gar nichts. Ach, da vorne. Dann trinke ich mal. Au. Ich glaube, da vorne sind noch mal zwei. Hier ist ein Tome gleich. Ah, ne, Healing Supply ist okay. Wo kommst du eigentlich hin, wenn du hier langlaufen? Genau, die führen dann nirgendwo. Sehr viele Sprengfässer. Lag hier nicht hin. Egal. Ich hab einen Turm, das schon. Achso. No! Das Fass ist runtergefallen.
Ich hab eins. Hinterher! Ja. Okay, dann spring runter. Ja, nee, nicht runterspringen. Nee, nee, ich meinte den Scalpen. Oh, zünd mir ja nicht das Fass an, du Depp. Entschuldigung. Jungs, wo seid ihr? Ja, Salty lässt auf sich warten. Ja, hier kommt gerade nur ein Tide. Ja, pff, eh. Ja. Das war ein schönes Fass. Ja. Ich hab's auch im Fliegen hab ich's geschlagen. Und ich hab dann glaube ich nochmal drauf. Oh nein, Stormfeed! Au. Hau doch das Baby drauf. Ja, bin ich. Oh Gott. Oh, okay, hier ist überall Feuer. Lass mal aus dieser ungünstigen Position abhauen, ey. Ich komme hier gerade nicht raus. Der will auch irgendwie jetzt. Nice. Ach ja, hier ist auch das zweite Grimm. Wo? Hier. Kommst du? Also, na, ja, sag das doch. Oh, sneaky. Da oben ist außerdem unendlich Munition. Genau, du musst jetzt hier irgendwie hochspringen, musst aufpassen, bloß. Aha. Ah, okay. Und dann? Spring weiter hoch, so hoch du kannst. Nee, ich komm nicht weiter hoch. Hier ist aber auch keine unendliche Munition. Die ist eins drunter. Warte mal. Eins drunter? Ah. Nee. Hier? Warte mal. Ah, jetzt hier. Ja, gefunden. Wo ist der Turm? Der sollte eigentlich hier dann sein. Ah, ich hab ihn. Gefunden. Wo war er? Hier drin, in der Höhle. Ach so. Ja, und wie kommen wir hier wieder runter? Runterfallen. Ah. Hier, da vorne. Oh shit, unser Salty. Okay, du hast ihn. Ja. Hatten wir nicht vorhin den zweiten Turm schon? Ich weiß nur von einem. Nee, der Zwerg hatte doch den anderen. Echt? Ja. Weil ich hab jetzt einen Turm. Ah, scheiße, hat er dem Zwerg... Der Dorado war das wieder. Dorado hat dem Zwerg ein Heil-Item hingewünscht, damit er seinen Turm verliert. Sein Grimm. War das ein Grimm? Das war ein Grimm sogar. Ach nein, ach so, weil du ganz der Turm gesagt hast, deswegen war ich verwirrt, weil... Ich verwechsel die immer tatsächlich, aber... Scheiße, warte, dann, wann ist die Frage ist, wann hat der Zwerg jetzt den Speedtrank bekommen? Weil wenn wir da in die Position wieder zurücklaufen können, dann finden wir das da wieder. Nee, weil die anderen Dinger hat's ja auch... Doch, die, Den Turm stimmen wir.
Grim und Tome, die kommen nochmal raus. Ach so. Okay. Ja, ich geh mal schnell nach oben und guck da mal. Nicht alleine. Ja, mich hat auch nie. Ich werde mich jetzt mal gegen allgemeine Heilung heilen. Oh, okay. Passt. Das müsste aber irgendwo da oben passiert sein. Auch wenn ich halt was sehen würde, ne? Ja, hier sehen wir nichts. Komm, wir müssen zurück. Ja. Bevor wir hier verloren gehen. Außerdem kommt jetzt gleich wieder ein, das A-Viech, ja. Die Chaosbrut. Das Tentakelviech, auf das Dorado so steht. Oh, guck mal, da ist das Tentakelviech von Dorado. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, Dorado. Ja, ist er sehr. Kardin, ich helfe dir. Boah. Nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Das lief jetzt sehr unglücklich. Ich heb dich. Oh. Danke. Ich sehe schon, Dorado will mir auch mein Grim rausworfen, aber das wird nicht funktionieren, Messer. Oh, holla, die Waldfee. So. Salt ist aber gestorben, oder? Ja, die muss man holen. Unendlich Muni, hier oben ist noch das nächste Tome. Da hinten. Wo ist unendlich? Ach, da ist man. Auch Medic Supplies, sehr gut. Hier ist das Tome. Ach, du hast schon eins, ne? Ja. Wie komme ich hier hoch? Guck mal, jetzt, oh, ist Bardin schon wieder. Elf Bardin. Oh Gott im Himmel. Ich komme da nicht hoch. Ja, du musst hier hoch. Da hoch. Ach, da hier. Hoch. Ah, hier hoch. Okay. Ja, ja. Und dann hier drüber. Ah. Hm. Wenn ich den. Wenn ich. Okay. Ich schaff den Sprung nicht. Warte mal, kann ich. Ich kann das dummerweise nicht geben. Haben wir irgendwo Heil-Item? War auch nicht. Nee, ansonsten. Muss man. Der Sprung ist wirklich nicht so schwer. Muss einfach. Nein, du musst einfach später springen. Ja. Genau wenn's gerade anfängt runterzugehen, dann springst du. Also du gehst ganz geradeaus und dann, wenn du merkst, du gehst gerade runter, dann springst du sofort. Okay. Oh, jetzt. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht der Beste in solchen Jump-Passagen. Genau. Jetzt, ich muss nur einmal fluchen. Dann heile ich mich aber vorher nochmal. Gut. Oh, Fardin ist wieder da. Irgendwie fehlt da nicht ein Tome? Nee, wir haben nur zwei. Okay. Bardin hatte keins. Uns fehlt der zweite Grim, der rausgevotet wurde.
Das Gute ist ja, wir haben hier unendlich Munition. Ja. Alter, macht der Charge Damage. Alter, Bardin 11 halt wirklich rum, ne? Schon so ein bisschen. Vor allem das Lustige ist, wir haben eine 11 und die 11 11 mal nicht mal rum, ne? Ja, das weil ich auch nicht. Ja. Sehr gut. Ah ja, komm, ich trinke mal. Aber natürlich kriegen wir nicht die Sackratten, sondern nur ganz Blazing. Ja, ja, die gucken da schon drauf. Merkst du das? Die gucken da drauf. Ja. Du hast ja, Spaß ja. Am Voten. Die gönnen uns auch nichts hier. Ah ne, für gezogene Waffen musst du nur Munition haben, dann hast du eine Munition. Achso, genau, du musst mindestens einen Schuss haben, aber. Ja. Lecker. Alter, übertreibst du nicht ein bisschen Gärung? Unendlich Munition? Ich würde sagen, oh. Nein. Ach ja, ein Cursor. Okay. Dorado war magnetisch. Nee, ich glaube, er weiß einfach nur nicht, was der Curse macht. Doch, er weiß das. Er weiß das. Sicher? Ja. Oh, so, guck mal, hier Gärung. Da, Feuerwerk. Yay, und die ganzen Spezialratten sind auch umgebracht worden. Oh. Dorado hat das Pfui-Wort gesagt. Das Pfui-Wort? Ich hab keine Ahnung, was das Pfui-Wort gerade war. Oh, warte mal, warte mal. Vielleicht kriegen wir jetzt noch die Sackratten. Nee, ich glaub's nicht. So gnädig ist er nicht. Ah, Sackratten. Sagt er. Na, 50-50 Chance, wenn er nicht votet. Aber ich wette, der votet gleich. Psst. Don't tell him. Ach, verdammt. Na, egal. Ein paar einmal Sackratten wäre jetzt zu viel verlangt, ne? Der zählt aber trotzdem. Ach ne, der zählt nur ein Grimm. Schade. Ja, weil wir nur eins mit nach Hause gebracht haben.
Ich dachte mir jetzt gerade, jetzt seht trotzdem beide, weil rausgebotet ist nach dem Motto, aber. Er will deine Adresse haben, dann kann er dir Sackkarten schicken. Nein. Oh, die Lootwürfel, ey. No, und Randalls Geschenk, komm schon. Komm. Oh, ja, nice. Ja. Aber gerade so noch, ne? Aber dafür haben wir eine Truhe des Imperators gekriegt mit 6 Beutewürfeln, ne? Ja, Gerung, du Angeber, ist ja klar hier, ne? Aber ein Range Kill zu wenig. Wieso, wer hatte mehr? Ja, der Bardin. Der spielt eigentlich mehr wie du, weißt? Und er ist direkt gelieft. Ja, weil er halt geelft hat, weißt du? Immer diese Elfen. Ich wette, das ist ein Hauptelfenspieler. Der Main Carillion normalerweise. Der weiß schon salty, dass er ausweichen muss. Er war schon so ein bisschen salty, saltfire, weil er ausweichen musste auf Bardin. Ach. Ich bräuchte eigentlich noch einen gescheiten Bogen hier. Ja. Weil ich hasse eigentlich diesen Giftbogen. Ich liebe den Giftbogen, aber ich muss sagen, ich liebe den mit Genau, die Sachen, die man übrigens findet, sind nur für die aktuelle Klasse. Das Gute ist aber, das heißt, wenn ich jetzt mit Carillion Boxen sammle und dann auf Sienna wechsel, kann ich mit Sienna auch die Boxen aufmachen und bekomme dann aber Sienna-Sachen raus und nicht Carillion-Sachen, obwohl ich sie mit Carillion gesammelt habe. Außer bei den Bögenhafen-Truhen. Da kriegst du alles raus. Das sind ja aber hauptsächlich Skins. Ja. Man könnte vermutlich sonst zu sehr bestimmen, was man bekommt. Ja. So, machen wir doch mal eine Cover des Imperators auf, ne? So, was habe ich denn jetzt bekommen? Nichts Vernünftiges dabei. Eni. Die Bögenhafentruhen kannst du ja eigentlich auch immer öffnen, ne? Ich weiß es nicht. Ja, doch, weil es sind ja eigentlich nur Skins, meiner Meinung nach, meines Wissens nach. Ja, ich mach jetzt einfach. Hau jetzt erstmal alle Leute auf 30 und dann können wir weiter reden. Ich krieg grad nur Carillion Skins raus, ne? Oh, der Held Skin für Bardi. Für den Slayer, den ich noch nicht gelevelt habe. Bardin ist bei mir immer noch traurigerweise Level 1. Dabei ist der so gut. Ja, aber das ist halt nicht das, was ich spiele. Ich spiele entweder Carillion gerade. Mein Dritter hier. Mein Gruber. Gruber. So, Türput. Mich würde interessieren, was Gruber in der verschlossenen Kiste hier hat, ne? So ein Tagebuch. Wahrscheinlich. Ich fände es aber witzig, wenn es zittern würde. Du meinst so aller Factory. Das finde ich aber toll hier bei ihm. Hier so schön ausblicken. Daneben ein Gläschen Wein. Ach ja. Ja. Und die Elfe, die todesmutig in den Tod springt. Ja, wollen wir noch eine, oder? Ja, komm, eine machen wir noch. Eine geht noch. Aber das ist dann für mich tatsächlich. Ja, für mich auch. Oh, verdammt, ich wollte mir eigentlich gerade was zu trinken holen, fällt mir ein. Ja, dann mach. Stop me if you've heard this one before, but the Höllenglocke. Oh, nö. Bis gleich. Ach, wird schon. So, und die Frage nach dem Versus-Mode.
Ich weiß gar nicht auswendig tatsächlich. Ich weiß nur, dass da jetzt vor einer Weile die Beta war. Aber es gibt noch nicht ein wirklich. Also da war halt eben die Beta, aber es gab noch keinen Release-Termin dafür. Schauen. Genau, der Layson, der holt sich ja kurz was zu trinken. Da ist er auch schon wieder. Bin schon wieder da. Was war mit mir? Ich habe nur meinen Namen gehört. Ja, ich wollte gerade eigentlich über dich lästern, aber dann kamst du zurück und das jetzt, das ist jetzt irgendwie awkward. Du kannst auch über mich lästern, während ich da bin. Okay, das ist so ein Lappen, der Dude. Aber so einer. Kannst du richtig viel aufwischen mit. Saugfähig ist er auch noch. Ja. Der kommt mit Saugwisch extra stark, ne? Definitiv. Oh, Speedtrank. Nimm ich doch mit. Ey, Kollege. Nee. So haben wir hier nicht gewettet, ne? Nicht hier auf der Brücke. Ja, die Elfe klaut mal wieder die Fernkampfkills, das ist so klar. Ja. Und ich nehme die Bombe mit. Ich die Munition dafür. Vielleicht ist mit der Elfe vergelten, ne? Ja, ich dachte, ich kann hier mal ein bisschen was lassen. Ich finde es so ein bisschen unlogisch, ne? Es brennt, obwohl es regnet. Ja, Öl brennt halt härter als Wasser. Löschen kann. Indeed. Stimmt, eigentlich, während ich gewartet hätte, hätte ich auch schon mal den Clip von Carillion eigentlich raussuchen sollen. Tja, du hattest ja genug Zeit dafür. Ja, der ist nämlich schon sehr super. Oh, eine Brandbombe. Dann nehme ich halt die Bombe. Frank. Das ist jetzt meiner. Das ist okay. Oh, ein Sturmunhold. Immer schön aufs Baby draufhauen. Oder schießen. Au. Auch du, von mir aus könnt ihr uns dann nächstes Mal auch zwei schicken. Der arme Eich, was? Was? Ach so, in dem Versus Mode, da kann man vermutlich nur die ganzen Special spielen. Oh, besser. So das ganz dumpfe Gefühl, die kommen gleich auch von hinten. Vermutlich. Oh. Guck mal. Ich find's so lustig.
dass der Bardin als Dings ist halt schon so ein bisschen kinky. Hit me harder. Man könnte ihm ja einen leichten BDSM-Fetisch unterstellen, ne? Dezent. Es fehlt halt echt nur noch, dass er das sagt, so hit me harder, Daddy. Ich frag mich ja, ob es das schon irgendwie als Meme-Bild irgendwo... Die andere irgendwo Frage ist... Community gibt Achtung. Oh nee, oh nee. Weg, 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 zurück, 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 zurück. Ah. Weißt du was? Hier. Oh, jetzt auch noch eine... Oh, die Hook Red. Die Hook Red. Hab's alles. Oh, guck mal, da ist der verlorene Sohn der Patrouille. Die verlorenen Brüder der Patrouille, da ist auch noch einer. Oh. Drillinge! Irgendwo muss ein Nest sein, ey. Moment, das sind Ratten. Ist da nicht überall ein Nest? Oh, ein Hinterhalt. Da ist auch wieder ein Heiltrank. Achtung. Oh Gott, ich hab das fast getroffen. Ich hab keine Munition mehr. Und irgendwo ist hier eine Leech. Oh fuck. Nee, tust du nicht. So. Oh schön, auch getriggert. Brauchen wir wieder Munition hier. Nochmal getriggert. Nice. Ach, hier irgendwo war auch ein Tome. Nein! Ficken. Geschafft. Ja, dann such mal da drüben das. Gefunden. Sehr gut. Bist du gang, Grim? Sehr gut. So, wie komme ich da jetzt nur sicher wieder runter? Ja. Ecken und Kanten, meine Freunde. Ecken und Kanten. Richtig, richtig. Unbedingt. Oh, und Baxter aber auch noch. Unbedingt Munition. Was? Hä? Wer hat uns. Wo ist unser Zwergchen? Ach, du, den kann man nicht holen, ne? Ja. Komm nicht. Achtung. I think I broke the warpfire thrower. Oh. Nee, ist nicht. Oh nö, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Natürlich. Ich hör noch eine Pack Red. Au. Au. Ah, genau in dem Moment, falschen Moment meine Block runtergenommen. Warte. Au. Einen hab ich.
So, Hand am geschnitten. Ja. Alte Beutewürfel noch mitnehmen. So, kann ja kein Loot hier zurücklassen. Ja, wo ging's weiter? I have no idea. Wait. Oh, there. Oh, der Blutverlust. Oh, der Blutverlust. Aber jetzt erstmal. War gerade der Zwerg, als er da verloren gegangen ist? Ganz hin. Der war noch auf der anderen Seite. Ich habe die Frage, warum? Der war doch gerade eigentlich noch bei uns. Weil er da gespawnt ist, tatsächlich. Hä? Nee, der war schon eine Weile bei uns. Echt? Ja, ja, wie kommen wir zur Ruhe? Ich verstehe, wie wir da hochkommen. Au, 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 au. Oh, von hinten ein... Ein... Oh. Au. Ich will nicht meckern, aber dann buschen viel auf einmal gerade, ne? Ich heb mal Salty auf. Ja. So, wir holen jetzt erstmal ihn und dann holen wir das. Oder warte, holst du ihn? Ich hol das Tome. Ich weiß nicht gerade, wie ich da hochkommen soll. Die Treppe einfach. Leiter. Ja, ich hoffe, dass nur nicht zu viel da sein wird. Ich auch. Oder so. Au. Fick die Hände, da oben ist ein Red Oak. Achso. Der hat mich gerade aus dem Leben gered Ogert. Ach ja. Ach, du bist komplett tot? Ja, wir haben nämlich gerade den Grim verloren. Ja, Salty liegt auch auf dem Boden. Jetzt kann ich mich um Drinks kümmern. Oh nein! Wir müssen den schnell killen, ansonsten kommt gleich noch das andere Viech dazu. Dann müssen wir uns gleich um zwei kümmern. Ich sehe es leider nicht, aber ich liege da hinten bei der grünen Flammenlinie. Okay, weil in 30 Sekunden kommt das nächste Viech. Genau. Schnell, wir müssen noch zu dir rennen. Healing Draft. You'll need it. Ja, da ist das zweite. Ja,
Das fand er jetzt gar nicht so cool. Okay. Yep. Hat sich der Zwerg jetzt noch umgebracht hier? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich stand er im Feuer da so. Schade. So. War doch jetzt arg. Das war jetzt gerade irgendwie nicht ganz so lustig. Ach. Nimmt irgendwas du mit? Gut. Ja, hab ich. Oh, noch besser. Hier, unendlich Munition. Wo, 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 wo? Hinter dir, hinter dir. Ah, da, da, da. Here's your time, reminded 335. Servus, wie geht's dir denn? Yes, I know the time. Hat er jetzt gerade ernst... Der hat ja, gerade ernsthaft eine Dings gewastet. Wer war denn das? Salty oder Bardin? Nee, Bardin. Oh, wir haben gleich einen Red Ogre. Schön. Yeah. Wo ist er? Wo ist er? Ich höre ihn. Ich hör. Ja, okay. Es ist total praktisch, ihn die Horde machen zu lassen. Weil? Weil er das so gut kann. Boah. Hat der schon wieder jetzt gehabt? Oh. Achtung! Vor allem ist ja nicht so, als ob die, als ob das Zeug auf Bäumen wachsen würde, ne? Jo. Also ich meine, in dem einen Run heute. Ja, in dem einen Run war es schon hart. Also, das war hart, ja. Oh, guck mal, Heilung. Oh, guck mal, noch mehr Heilung. Ich glaube, wir konnten uns. Übrigens, hier durch... kaputte Kunst. Ah, die habe ich, glaube ich, schon. Hier an, an der Säule? Nee. Autsch. Oh, fuck, ey. Mich hat's richtig böse runtergehauen. Oh nein. Nee, warte. Pusten. Ein anderes wäre mir lieber. Ja, okay. Aber ja. Oh Gott. Das Wasser hat's erwischt. Oh. Das wusste ich nicht. Ich höre nur ein Oh-Oh und dann so, ah, okay, und warum Oh-Oh? Und vor allem, du siehst ja, wie ich das Fass aufgenommen habe.
Ja, weißt du, guck mal auf die Uhrzeit, ja. Nein, 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 keine Entschuldigung. Oh fuck, ich hab den. Ja komm, ich probier schnell. So, ich habe 3 Haken schon abgemacht. Und ihr? Ich kümmere mich hier unten um die Meute als Crew. Was ich auch kann. Weißt du, weil ich mache hier diesen hier. Oh, Schatzsuche. Jetzt auf Schatzsuche. Achtung, gleich kommt außerdem hier Dings. Rattenoger. Wo ist die Schatzsuche? Wo ist die Schatzsuche? Da oben, da oben. Da hinten ist eine. Wo ist sie? Da ist eine. Okay. Nein, jetzt. Au. I don't like you. Ich heim mich mal schnell. Mach das. Hier liegt ja genug Zeug herum. Ich glaube, wir haben alles. Ja. Wow. Unten könnten nochmal 2 Sacred sein. Nipp. Au, au, au. Au. Habt ihr zurecht oder? Ja, geht. Oh. Au. Das war so nicht geplant. Vor allem der Zwerg steht halt seelenruhig in der Ecke und. Ich hasse ihn. Eventuell könnte ich hier etwas Hilfe gebrauchen. Aber nur eventuell. Ja, ich komme ja schon. Alles gut. Hey, ich komm ja schon. Oh, weißt du, ausgerechnet jetzt nicht kommt Munition. Ausgerechnet jetzt kommt ganz viel Heilkrempel. Ja, das auch. Ich finde das so lustig. Jo. Sehr gut. Wir haben nur einen Tome und. Oh, scheiße, du hast deinen Grimm verloren. Ja, das habe ich doch vorhin gesagt. Ach so, ja, okay. Das war da, wo der Red Ogre auf einmal spawnt. Ich dachte nur gerade, Dorado hat es wieder rausgevotet. Nee. Der doch hat er ja indirekt, weil da oben ein Red Ogre von ihm gevotet wurde. Ja, gut, das gilt nicht ganz. Ja, gut, aber ich glaube, wir haben wieder so. Auch für 3 Stunden selbst gepostet, der denkt sich halt auch nur what the fuck. Mein Whisky ist alle. Skandalös. Ja, echt hier, Skandal. Im Sperrbezirk.
Ja, okay, 8 Beutewürfel, ja. Läuft. Ja. Oh. Oh, gleich 4 hier. Leck mich fett. Entschuldigung. Oh, come on. Reynolds Gift hat mir gerade so wenig gegeben. Jetzt ist ein Soldatenkoffer geworden. Ne, ja, bei mir ist es noch ein Koffer des Generals geworden. Aber wisst ihr, wenigstens alle Kreise, bis auf den Range, da wurde ich mit 5 geschlagen. Von wem? Oh, von... Nee. Ah, ich habe die meisten Rettungen. Ah, hast du auch nicht die meisten Kreise. Ja. Aber most revives, dafür 4 Stück. Ja, okay. Aber du hast ja auch 3 sehr gut geschlagen. So, dann machen wir jetzt schnell den Koffer des Generals noch auf. Ach ja. Oh, ich habe den Daily komplett. Sehr schön. Schließe 3 Missionen im schnellen Spiel ab. Hä? Der hat bei mir die Dailies nicht aktualisiert. Faszinierend. Ach, weiß auch nicht. Jetzt erst wieder in 22 Stunden. Okay, Dorado, dann schlaf du gut. Träum was Schönes, bis zum nächsten Mal. Und genau, man sieht sich. Dorado. Ich werde jetzt auch offline gehen. Es war jetzt genug für heute. Aber es war super geil, hat viel Spaß gemacht. Allein die Seed. Oh ja, die Seed war der Wahnsinn. So, dann schauen wir mal, wer ist denn noch live? Der Over ist noch live. Was das heißt, noch live? Der ist vermutlich erst gerade live gegangen. Und da gehen wir dann einfach noch rüber mit dem Raid. Ich hoffe, ihr kommt noch kurz mit. Schmeißt noch kurz die Raid-Message in den Chat. Und genau. So, warum haben wir jetzt eigentlich hier den Raid vom Over, der hier jetzt nicht in den Chat reinbekommen? Keine Ahnung. Der geht gerade off. Ja, shit. Ja, dann halt nicht. Gut, dann... Wer nicht will, der hat schon, ne? Ja, dann machen wir jetzt halt... Wie, der geht jetzt offline? Come on, das ist doch Unsinn. Das kannst du doch nicht machen. Ach, wir gehen jetzt da trotzdem rüber. Soll er dann mit euch anfangen, was er will. So, aber dann. Ciao. Alright.